dunkle Wolken über Platz 11, trotzdem gute Stimmung und Vorfreude auf Run for Help 2006. Bereits zum vierten Mal richtete der SV Werder mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Bremen das in Bremen am hochkarätigsten besetzte Leichtathletik-Meeting für einen karitativen Zweck aus. Der Clou der Veranstaltung? Die Höhe der Spendensumme, die in diesem Jahr an den Sportgarten in der Pauliner Marsch ging, richtet sich ausschließlich nach der Leistung den Athleten. Wie genau das funktioniert, erläutert Sportwart Herwig Renkwitz. Ja, dieses Konzept für Run for Help betrifft eigentlich den guten Zweck, wie der Name das schon sagt, Run for Help. Die Sparkasse Bremen sponsert die Veranstaltung, gibt Gelder in einer ganz gewissen Höhe für den guten Zweck, der dieses Jahr für den Bremer Sportgarten gestiftet wird. Und umso besser die Athleten sind, umso höher sie springen, umso weiter sie springen, umso weiter sie werfen, umso schneller sie laufen, umso mehr Geld kommt zusammen. An die wechselnden Windbedingungen auf Platz 11 hatten sich besonders die Weitspringerinnen und Weitspringer anzupassen. In der Zeitlupe sehen wir einen gelungenen Sprungversuch. Trotzdem hatten die Kampfrichter auch viele übertretene Versuche, auf dem Weitsprungbalken zu korrigieren. Norbert Sunder, was habt ihr da für Tricks? Was sehen wir hier? Das ist Spülmittel. Und das Spülmittel verwenden wir, um die Absprungbalken, das Gummi der Absprungbalken, schön zu formen, sodass man dann, wenn Athleten mal übertreten, auch den Abdruck genau erkennen kann. Und das ist eine gemeine Arbeit. Wie auch in vielen anderen Disziplinen herrschte in den Teilnehmerfeldern des Weitsprungs sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen eine starke Konkurrenz. Diese motivierte die Athleten zu neuen Höchstleistungen. Siegweite bei den Männern 7,58 Meter, bei den Frauen 6,50 Meter. Beides neue Meeting-Rekorde. Auch der Speerwurf der Männer brachte die erhoffte Spannung mit sich. Hier lieferten sich Sascha Cordes aus Wiepenkarten und Stefan Stehling aus Hannover, der gerade im Bild seinen letzten Wurf absolviert, einen harten Konkurrenzkampf, den der Hannoveraner letztlich mit 72,85 Meter für sich entscheiden konnte. Im Hochsprung der Männer gab es ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Werderaner und deutschen Topathleten Roman Fricke. Er entschied den Wettbewerb mit übersprungenen 2,10 Meter für sich. Nur hier, im letzten Versuch über 2,16 Meter, wollte es leider nicht klappen. Er musste den Versuch abbrechen. Bei deinem letzten Sprung haben wir gesehen, du hast abgebrochen. Was ist denn da in deinem Kopf passiert? Naja, ich bin einfach so schnell angegangen, am Anfang vom Anlauf, und ich bin viel zu dicht gekommen an die Anlage, und wenn ich abgesprungen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich mit dem Kopf unter die Latte geknallt, und das wollte ich verhindern. Was wäre ein Meeting ohne die fleißigen Helfer? Hier stellen sie gerade die Hürden der Männer auf. Malte Schwarting, was ist eigentlich wichtig beim Hürdenlauf? Ja, also erstmal natürlich zwischen den Hürden einen guten Rhythmus halten, schnell sein, die Geschwindigkeit möglichst steigern noch zwischen den Hürden nach dem Start, und ja, sonst braucht man viel Glück. In der hervorragenden Hürdenkonkurrenz stellten sich auch zwei Werderaner dem deutschen Spitzengegnern. Malte Schwarting ganz rechts und Philipp Ahl, zweiter von links, schlugen sich prächtig, mussten jedoch im Ziel den anderen den Vortritt lassen. Und damit ordentlich abgeräumt. 14,91 die Siegerzeit. Also es ist immer schön, gegen so eine gute Konkurrenz zu laufen. Nur ist es mir leider nicht so gelungen, wie ich gedacht habe. Also ich habe mich eigentlich ganz gut gefühlt, und das habe ich leider nicht umsetzen können. Es gab da bei der vierten Hürde, glaube ich, habe ich ziemlich mitgenommen, und da ging dann der Schwung raus, und dann ist es ganz schwierig, wieder in den Rhythmus reinzukommen. Ein Highlight jedes Leichtathletik-Meetings sind die 100-Meter-Rennen. Ja,
auch demontieren. Die fünfte Dame, die wir schon über die Hürde gesehen haben, aber jetzt auf der Platzstrecke, da hat sie nichts mit dem Aufgang zu tun. Den gewinnt diesmal Maren von Elge in dieser Bergland. Dann Nach diversen Vorläufen kam es nun zum B-Endlauf, den die Bochumerin Karin Stein, dritte von links, für sich entscheiden konnte. Am Ende, ein Hauch vorne, die Dame auf Band 5, Karin Stein vom USC Bochum, schwierige Zeit. Anschließend lieferten sich die männlichen Wattenscheider Sprinter ein spannendes und schnelles Rennen. Das sieht doch ganz schön fix aus. Vor Alexander Kosenko, nein, vor Jan Schulte. Sieger wurde Marc Blume in neuer Meeting-Rekordzeit von 10,50 Sekunden. Vor seinen Teamkollegen Jan Schulte und Alexander Kosenko. Zwischen den vielen Disziplinen der Erwachsenen durften auch die jüngsten Athleten ihr Können unter Beweis stellen. Das Bremer Finale von Deutschland sucht den Supersprinter wurde ausgetragen. Angefeuert von vielen Fans gaben die Schüler alles und kamen glücklich und zufrieden ins Ziel. 7,77 und das Rennen dürfte an Fabian Hindenberg gehen vom SV Werder Bremen. Ein kleines, aber feines Feld ging bei den 4x100 Metern der Frauen an den Start. Das Bremer LT auf Bahn 4 lieferte sich mit dem USC Bochum auf Bahn 3 ein spannendes Rennen bis zum Schluss. Die Bremer konnten allerdings den Heimvorteil nutzen und siegten mit Schlussläuferin Jana Log in 46,38 Sekunden. Den Abschluss der Veranstaltung bildete der 1500 Meter Lauf der Männer. Hier versuchten zwei Starter aus Kiel von Beginn an gemeinsam die Konkurrenz mit Tempowechseln zu zermürben. Dies gelang ihnen ausgezeichnet, sodass sie auf der Zielgeraden mit einem echten Endspurt den Sieg unter sich ausmachten. Es gewann Steffen Ulitschka in 3 Minuten 50.07 vor seinem sichtlich erschöpften Mannschaftskollegen Maximilian Wessel in 3 Minuten 50.25. Meetingdirektor Philipp Mertens, wie schwer ist der Stein, der dir nach einer gelungenen Veranstaltung vom Herzen fällt? Wir haben es hinbekommen, trotz der schlechten Wettervorhersagen wirklich fast durchgehend Trockenheit zu haben. Die Leistungen waren sehr gut. Wir sind mit dem gesamten Ablauf, mit der Spendensumme sehr, sehr zufrieden. Insofern ist der Stein sehr, sehr groß und er fällt tief. Und ich bin froh, dass der Tag so gut gelaufen ist. Zum Spenden, man kann wahrscheinlich noch keine präzise Summe nennen, aber eine Hausnummer ist wahrscheinlich bekannt. Das auf jeden Fall. Also die letzte Disziplin ist gerade erst gelaufen. Insofern haben wir noch keine ganz konkrete Summe. Aber es ist so, dass wir definitiv einen neuen Rekord haben in diesem Jahr. Im letzten Jahr haben wir 4.800 und ein paar zerquetschte Euros zusammenbekommen. In diesem Jahr werden wir irgendwo zwischen 5.100 und 5.200 Euros landen. Also haben erstmals die 5.000-Euro-Grenze geknackt. Und nicht nur die Organisatoren waren zufrieden. Auch die Aktiven, die Zuschauer, der Spendenempfänger Sportgarten und der Hauptsponsor der Veranstaltung, die Sparkasse Bremen, zeigten sich sehr erfreut über den guten Ablauf des Meetings. Es ist damit zu rechnen, dass es auch 2007 wieder heißt Run for Help auf Platz 11 in Bremen. Im Werder TV-Studio der deutsche Meister von 65, Hans Schulz, mit der einen oder anderen Erinnerung. Ja, es gibt eine Geschichte.